Schön, dass Sie da sind. Ich habe so ein kleines Programm zusammengestellt. Einige haben ja schon Vorträge von mir gehört und Sie wissen jetzt auch schon viel über Wirbelsäule, über Knie und Hüfte. Und ich habe jetzt mal versucht, so die Neuigkeiten der letzten Jahre mal hier in das Programm einzuflechten. Ich muss auch ein bisschen schauen, aber so geht das ja. Also, es geht um Arthrose. Das ist unser Thema heute. Und Arthrose sehen Sie ja hier, das ist jetzt mal eine Zeichnung. Auf der linken Seite ein normales Kniegelenk. Und das, was wichtig ist, ist, dass diese Bereiche hier, die Knorpelbereiche, dass die schön glatt sind und laufen. Weil wenn sie das nicht sind, dann haben sie ihre Schmerzen und dann haben sie auch Krepitation, also so ein Reiben. Und hier können Sie sich leicht vorstellen, dass ein solches arthrotisches Kniegelenk eben einfach nicht mehr funktionieren kann und entsprechende Beschwerden hervorruft. Jetzt möchte ich mit Ihnen durch diese Themen mal hindurchgehen. Ich sage noch ein paar Sätze zu der Arthrose selbst und dann kommen wir zu einem ganz interessanten Thema, nämlich was führt denn zur Arthrose? Und da gibt es in den letzten Jahren ganz, ganz neue Erkenntnisse, die möchte ich Ihnen mal vorstellen. Dann, was kann man tun, um das Gelenk zu erhalten, wenn schon eine Arthrose eingetreten ist? Dann, was bedeutet Patienten individueller Gelenkersatz? Was können wir tun, um Ihnen, Ihr spezielles Gelenk einzusetzen? Dann gibt es dieses Zauberwort MIS. MIS, MIS heißt minimalinvasive Chirurgie oder minimalinvasive Surgery, also Englisch. Das zeige ich Ihnen, was das bedeutet. Dann gibt es ganz, ganz modernes Navigation und Robotik. Und wir kommen nachher zu meinem Lieblingsthema, nämlich Oberflächenersatz. Das erkläre ich nachher. Und zum Schluss noch auch wieder ein englisches Schlagwort, Rapid Recovery, schnelle Genesung. Und das möchte ich Ihnen auch noch erklären. So, es geht los mit Arthrose. Und das habe ich gerade schon dargestellt. Arthrose bedeutet Gelenkverschleiß. Und wir haben hier Knorpelflächen. Und wir haben in jedem Gelenk eine Gelenkinnenhaut. Und diese Gelenkinnenhaut, die macht den Schmerz. Wenn Sie diese Gelenkschmerzen spüren, dann kommt die meistens von der Gelenkinnenhaut und die entzündet sich aufgrund bestimmter Veränderungen, die im Kniegelenk oder im Hüftgelenk ablaufen, wenn man eine Arthrose entwickelt. Diese Veränderungen sind eben mit dem Knorpel im Zusammenhang. Der Knorpel ist ja ein Gewebe, welches nicht durchblutet ist. Alles in unserem Körper ist durchblutet. Selbst unsere Haaransätze sind durchblutet. Auch die Fingernägel, wo sie entstehen, sind durchblutet. Der Knorpel ist es nicht. Der Knorpel ernährt sich durch die Gelenkflüssigkeit. Und wenn das nicht mehr funktioniert, wenn dann nicht mehr genügend da ist oder zu viel Belastung da ist und so, dann geht Knorpel zugrunde und Knorpel kann sich nicht regenerieren. Das ist eine Erkenntnis, die Ihnen geläufig sein sollte, denn man versucht Ihnen alles Mögliche zu verkaufen, wo drauf steht Knorpelregeneration und der Knorpel kommt wieder und so weiter. Tut mir leid, ich muss Sie enttäuschen, das geht nicht. Wir können in bestimmten Art und Weisen, können wir Knorpel oder Ersatzknorpel wiederherstellen, das zeige ich nachher noch. Aber das, was Sie kaufen und wo drauf steht, ja, schafft neuen Knorpel, können Sie vergessen, funktioniert nicht. Wenn es es gäbe, dann würde die AOK dieses Medikament jedem zur Verfügung stellen. Das kann ich Ihnen versichern. Es gibt es aber leider nicht. So, also, das ist ein arthrotisches Gelenk und Sie sehen, der Knorpel ist weg, Knochen auf Knochen. Und so sieht das dann aus, wenn man das aufschneidet, sieht nicht schön aus. Ne? Und Sie können sich auch vorstellen, dass das dann auch sehr, sehr schmerzhaft ist, wenn man ein solches arthrotisches Gelenk hat. Wir haben sehr, sehr viele Gelenke in unserem Körper, aber die meist betroffenen Gelenke sind Knie, 60%, und die Hüfte. Und eins darf man nicht vergessen, die meisten Gelenke haben Sie in der Wirbelsäule. Da gibt es an jedem Segment, in jedem Wirbel haben Sie zwei kleine Gelenke und die können höllische Schmerzen machen, wenn sie arthrotisch verändert sind. Also
Wenn Sie Wirbelsäulenschmerzen haben, denken Sie daran, das ist nicht unbedingt Bandscheibe oder Ischias, sondern die meisten Schmerzen an der Wirbelsäule kommen von Gelenk, von den Gelenken, von den Wirbelgelenken und sind Arthrose-Schmerzen. Prägen Sie sich mal dieses Bild ein, was werden wir nachher nochmal sehen in ähnlicher Form. Und hier sehen Sie diese roten Zonen. Das sind die Zonen, die durch die Arthrose auch in Mitleidenschaft gezogen werden. Und natürlich der Gelenkknorpel selbst. So, das so viel zur Arthrose. Und jetzt kommen wir zu der Präarthrose. Und ist klar, da sprechen wir jetzt nicht über die 78-Jährige oder den 84-Jährigen, sondern da sprechen wir jetzt über jüngere Leute. Sie können sich leicht vorstellen, das ist nicht in Ordnung. Wenn man mit solchen O-Beinen durchs Leben geht oder ein X-Bein hat, ist natürlich das Gelenk fehlbelastet. Normalerweise ist die Last des Körpers ja ausgeglichen, innen und außen. Aber in diesem Fall ist die maximale Last innen oder hier ist die maximale Last außen. Und das bedeutet, hier ist ein übergebührlicher Verschleiß zu erwarten und der Knorpel geht zugrunde. Deswegen sind diese Dinge nicht einfach zu akzeptieren, sondern wir müssen uns überlegen, ob wir das nicht korrigieren. Entschuldigung. So, was haben wir hier für ein Problem als Präarthrose? Prä heißt vor der Arthrose. Ja? Natürlich, das ist klar, diese beiden Kniegelenke hier sind gemacht für 56 Kilogramm. Und wenn man natürlich das Doppelte auf die Waage bringt oder deutlich mehr, dann ist das auch etwas, was der Knorpel auf Dauer nicht aushält. Und Sie müssen einfach sich darüber im Klaren sein, Übergewicht ist ein Risikofaktor und muss entsprechend auch adressiert, wir sagen adressiert oder bekämpft werden. Ja, und nun, was haben wir denn hier? Also diese jungen Leute, die wir jetzt hier sehen, die werden ja wohl kaum irgendein Arthrose-Problem haben. Ja? Der junge Sportler, der hier oben diese Welle reitet, oder hier diese 12-, 13-jährigen jungen Damen, die Hürden laufen. Was haben die mit Arthrose zu tun? Einige von diesen jungen Leuten erzählen mal zu Hause, manchmal tut mir das so weh, wenn ich so tief einbeuge in der Hüfte, na, dann tut es weh. Ja, normale Reaktion, oh, stell dich nicht so an, das ist nichts. Ja. Auch hier, dieser Therapeut, der hat dem jungen Mann hier das Bein ganz weit nach oben gebogen und dann tut ihm das weh. Und nicht jedem, sondern nur bestimmten Personen. Und das sollte einen hellhörig machen. Hier sehen Sie ein CT, ein spezielles Röntgenbild, wo wir die Oberfläche des Skelettes sichtbar gemacht haben. Und hier sehen Sie die Hüftgelenke. Ja? Und jetzt schauen Sie mal genau hin. Hier gibt es einen Bereich und hier auch. Wenn man ganz genau hinschaut, dann meint man, der springt so ein bisschen nach vorne. Das ist so eine kleine Beule, die der Knochen da hat. Diese Beule gehört da nicht hin. Die ist falsch. Und was ist das? Hier sehen Sie das auch. Schauen Sie, das ist das Hüftgelenk. Und die Kontur geht wunderbar hier rum und dann hat man so eine Taille hier. An der Stelle fehlt die Taille. Das ist ein 24-jähriger junger Mann. Und dieser Hüftkopf von vorne gesehen, der ist schön rund, hier unten auch. Und hier oben, da geht das nicht rund, da ist so eine Ausbuchtung. So, solche Bilder kennen wir seit Jahrzehnten. Da haben wir vor 20, 25 Jahren überhaupt nicht drauf geachtet. Das war unauffällig. Ja, wenn Sie das heutzutage vielen Leuten hinhalten, dann sagen die auch, ja, völlig normal. Ist nicht normal, nein. Und zwar deswegen, hier, wenn ein Hüftgelenk sich einbeugt, dann kommt es hier vorne zu einem Anschlag dieser Zone an der Pfanne. Und nur bei bestimmten Leuten bildet sich an der Stelle eine Knochenwucherung. Ja?
Ich kann das jetzt hier nicht so gut erkennen. Ja, hier sehen Sie das auch. Hier ist die Pfanne. Das ist ein Bild aus einem Gelenk. Ne? Und ich kann das jetzt hier gar nicht so gut sehen, aber auch hier sind diese Veränderungen, hier sind sogar kleine Einblutungen da. Das ist die Stelle, die der junge Mensch, wo der junge Mensch Schmerzen hat. Wo er Schmerzen hat, wenn er stark einbeugt. Und wir wissen inzwischen, dass das eine schwere Präarthrose ist. Wenn wir das nicht behandeln, dann wird dieser junge Mensch mit 35 oder 38 Jahren ein Hüftgelenk brauchen. Und ich habe genügend Hüftgelenke eingesetzt bei ganz jungen Leuten. Ja, und das ist natürlich etwas, was maximal unbefriedigend ist, wenn sie mit 40 Jahren zwei neue Hüftgelenke haben. Das braucht es nicht. Also, um dieses Thema müssen wir uns kümmern. Und da muss man natürlich überlegen, wie kann man das behandeln? Hier sehen Sie nochmal so ein Bild. Das ist ein Hüftkopf in einem MRT. Das MRT zeigt uns die Weichgewebe, nicht den Knochen, sondern die Weichgewebe. Und hier sieht man, dass an der Pfanne ein Stückchen Knorpel schon abgerissen ist. Und hier geht die Flüssigkeit hier durch. Und an der Stelle kann der Knorpel auch bei einem 24-Jährigen schon schweren Schaden nehmen und sich ablösen. Das sind alles Bilder von jemandem, den ich sehr gut kenne, aus der eigenen Familie, und der 24 Jahre alt war, als er das hatte. So, jetzt kommen wir zu dem Thema, was können wir tun? Was machen wir denn in einem solchen Fall? Wir Ärzte haben lange Zeit gebraucht, um das zu begreifen. Das hat wirklich lange gedauert. Aber jetzt wissen wir es, was da zur Arthrose führt. Und jetzt muss man sich überlegen, wie kriegt man das wieder therapiert? Und da gibt es jetzt heutzutage sehr moderne Methoden, wo man mit Endoskopen, also mit Kamera, in das Gelenk hineinfährt. Man muss da keinen Schnitt machen oder nur ganz kleine Schnitte. Und man kann dann hier diese Knochenwucherungen, die hier entstanden sind, durch dieses Anschlagen, die kann man abfräsen. Und hier oben kann man sogar die Stelle, wo der Knorpel sich ablöst, diese Stelle kann man wieder nähen. Sehr aufwendige Operationen dauern unter Umständen Stunden und sind im Moment in Deutschland nur wirklich in wenigen großen Zentren überhaupt verfügbar. Es gibt viele Leute, die das auf der Homepage haben, so von wegen, wir machen das auch. Aber ganz ehrlich, ich würde da schon darauf achten, das muss ein Spezialist machen. Das ist etwas, was man wirklich sehr, sehr geübt haben muss, damit man das auf hohem Niveau auch hinkriegt. Hier sehen Sie das. Hier die Beule und hier wieder eine schöne Taille. Ja? Und das kann man noch besser sehen, wenn man das Röntgenbild anschaut. Hier sehen Sie die Beule und hier wieder eine schöne Taille hingefräst. Ne? Das heißt, dieses Gelenk kann jetzt wieder einbeugen. Der wird keine Schmerzen mehr haben. Hier sehen Sie das auch, hier diesen Sporn. Und hier ist der Sporn weg. Das ist nach der Behandlung und es ist alles wieder glatt. Also, wenn wir in jungen Jahren leichte Beschwerden haben, ernst nehmen, nicht einfach sagen, ach, vergeht wieder, trainier noch härter, dann wird es besser. Nein, wir müssen diese Hüftbeschwerden bei den jungen Leuten ernst nehmen. Wir müssen nachschauen, was los ist. Und wir müssen auch operieren. Ja, das klingt immer schrecklich und viele Hausärzte haben große Vorbehalte. Um Gottes Willen, wir wollen doch nicht diesen 22-Jährigen jetzt schon unter das Messer legen. Nein, er braucht das Messer, weil wenn wir ihn nicht operieren, wird er unweigerlich eine Arthrose bekommen. Das wissen wir. Ja, also das ist ein bisschen Message von meiner Seite auch heute hier. Fürchten Sie sich nicht vor guten Eingriffen, wenn Sie denn wirklich einen Sinn machen. Sie müssen natürlich begründet sein, das ist klar. Ja, was passiert denn, wenn wir schon solche schweren Arthrose-Erscheinungen haben? Ja, das Gelenk ist kaputt, der Knorpel ist aufgerissen und der Patient hat starke Schmerzen. Dann gibt es eine ganze Reihe von Methoden, die will ich Ihnen jetzt der Reihe nach kurz mal zeigen. Eine einfache Methode ist das Microfracturing, also es ist auch wieder ein englischer Begriff. Wir werden in dem Bereich, wo der Knorpel fehlt, werden wir den Knochen anbohren mit verschiedenen kleinen Instrumenten.
Das kann man auch arthroskopisch machen. So sieht das aus. Ja, mit so einem spitzen Instrument gehen wir in den Knochen rein und werden den Knochen richtig kaputt machen an bestimmten Stellen. Sinn der Sache ist, dass von unten, unterhalb des Knochens, sitzen wertvolle Zellen, Blutzellen. Und diese Blutzellen sollen an die Oberfläche kommen und die können sich zu einem Ersatzknorpel umformen. Und das sehen Sie dann hier unten. So sieht das aus, wenn es geklappt hat. Ja, so war es vorher und nach 8 oder 12 Wochen hat dort ein Knorpelwachstum stattgefunden. Aber es ist nicht unser guter Gelenkknorpel, der Hyaline-Knorpel, den kann man nicht wieder regenerieren. Es ist ein Ersatzknorpel, aber der hält auch und der ist, kann auch eine Beschwerdelinderung machen. Eine andere Möglichkeit ist, dass wir an Stellen, wo das Gelenk wenig Belastung hat, da holen wir Knochenknorpelzylinder raus und pflanzen sie ein an den Stellen, wo die Belastung hoch ist. Eine einfache Methode, funktioniert gut, aber hat natürlich auch die Probleme, dass man an den Stellen, wo man den Knorpel entnimmt, fehlt er natürlich. Also da sind auch alles Vor- und Nachteile dabei. Nächste Methode. Und das ist jetzt etwas für wirklich eher junge Leute. Wenn man ein solches ausgestanztes Loch hat, wo der Knorpel kaputt gegangen ist, dann kann man Knorpel an gesunden Stellen ernten. Man holt ihn praktisch, man schabt ihn ab, holt ihn raus. Diesen Knorpel kann man züchten. Da gibt es spezielle Methoden, um diese Zellen, die dort drin sind, dass man die züchtet und dass die sich vermehren, die Knorpelzellen. Und dann werden diese Knorpelzellen nach 4 oder 6 Wochen wieder genau in diese Zone eingesetzt. Ja, das sieht dann so aus. Hier, da wird praktisch die Knorpelzellen werden hier reingespritzt in dieses Areal und dann wächst praktisch aus dem körpereigenen Gewebe, aus dem körpereigenen Knorpel, kann sich dann ein neuer Knorpel bilden. Der ist auch nicht so gut wie der eigene oder wie der initiale Knorpel, aber bietet eine gute Lösung für die Schmerzen zu reduzieren. Nächstes Verfahren wird schon langweilig, ne? Da gibt es nämlich ganz viele, Sie sehen das. Das ist eine Methode, wo wir auch wieder unsere Löcher machen hier und dann kommt eine spezielle Folie drauf. Diese Folie, so eine kleine Folie, 2 Zentimeter, kostet gleich 1.500 Euro. Das ist ein Hightech-Material, was die Zellen, die hier unten austreten, was die wie in einer Brutkammer schützen und dafür sorgen, dass die dort sich vermehren können. Das ist im Moment eine sehr, sehr gute Methode, weil sie einseitig gemacht werden kann. Wir können mit einer Operation können wir den Knorpel dort wieder regenerieren. So sieht das aus. Ne? Dann wird das hier aufgenäht. Das ist die Substanz. Gut. Also, das war jetzt eine kurze Darstellung der Knorpelersatzverfahren oder Knorpelregenerationsverfahren. Aber nehmen Sie mit, die Pille, die man unter Umständen für viel, viel Geld an der Frau im Spiegel bestellen kann, wird Ihnen Ihre Knorpel nicht zurückbringen. Definitiv nicht. So, was ist das denn jetzt hier? Das ist ein junger Mann, auch 16 Jahre alt, der war vor ein paar Jahren bei mir und der kam und sagte, Mensch, also erstens sieht es blöd aus, die Mädchen machen sich schon lustig über meine O-Beine und außerdem zwickt das so ein bisschen im Bein. Und was soll ich tun? Ja, dann haben wir diesen Patienten vermessen, man macht also Röntgenbilder, um die Beinachsen zu vermessen. Und da haben wir festgestellt, dass die Beinachsen von der Mitte des Schenkelhalskopfes hier oben und zur Mitte des Sprunggelenkes, diese Tragachse läuft innen am Knie vorbei. Wenn das der Fall ist, ist etwas krankhaft. Das ist nicht normal. Normalerweise muss diese Achse gerade durchs Knie gehen. Gut,
Und wenn das so ist und der Patient auch Beschwerden hatte, dann wissen wir, hier haben wir eine Präarthrose. Das wird zu einer Arthrose werden. Und wir haben den Patienten dann entsprechend operiert. Hier ist ein anderer Patient, denn da sieht man schon, wie die Arthrose losgeht. Ja? Sie sehen hier ist es viel enger als auf der anderen Seite. Das heißt, hier hat der Knorpel schon Schaden genommen und er hat abgenommen. Und Sie sehen auch bei diesem Patienten eindeutig eine, wir nennen das Varusstellung, also eine O-Beinstellung. Was macht man? Jetzt wird es wieder chirurgisch. Das ist etwas, was die Leute gar nicht hören wollen. Wir sagen, wir sägen ihnen ihr Unterschenkel durch. Ja? Hier wird einfach mal durchgesägt. Und Sie sehen das hier schön, da ist ein richtiger Sägeschnitt drin. Dann wird das Bein aufgeklappt und anschließend mit einer solchen Platte fixiert. Viele, wenn man ihnen das sagt, die sagen, um Gottes Willen, ich lasse mir doch meinen Unterschenkel nicht aufsägen, das ist ja schrecklich. Das ist eine Operation, die dauert keine Stunde. Der Patient kann 14 Tage später wieder auftreten und laufen und in aller Regel ist nach 6 Wochen alles durch. Aber Sie haben danach ein gerades Bein und Sie können darauf vertrauen, dass Ihr Knorpel länger durchhält. Also es ist eine durchaus sinnvolle Sache. Viel sinnvoller, als 15 Jahre später Ihnen ein künstliches Gelenk einzusetzen. Das sehen Sie, die Operation. Ja, hier gehen wir mit Sägeschablone rein, sägen durch. Das ist der Spalt, den wir gesägt haben. Dann kommt die Platte drauf und hier sehen Sie das Ganze nach der Verheilung. Und hier den Patienten, den jungen Mann von zu Anfang, den 16-Jährigen. Hier sehen Sie vor der Operation und hier nach der Operation die Beinachse und die ist jetzt wirklich völlig gerade. Gut, also das sind Operationen, ich weiß, dass natürlich die Patienten Hemmschwellen haben, wenn die sagen, mir geht es doch eigentlich gut und ich will mich doch nicht operieren lassen. Aber sowas ist sinnvoll. Das macht wirklich, das macht Sinn und hilft dem Patienten. So, jetzt gehen wir einen Schritt weiter. Jetzt gehen wir zu dem Thema, also unsere Möglichkeiten, das Gelenk zu erhalten, waren leider frustran. Wir haben es nicht geschafft. Der Patient hat eine schlimme Arthrose und jetzt braucht er einen Gelenkersatz. Und da muss man zunächst mal fragen, wer bekommt den denn überhaupt? Und dazu sind einige Voraussetzungen zu erfüllen. Erste Voraussetzung, symptomatische Arthrose. Das heißt, der Patient hat Schmerzen. Glauben Sie es, ich habe viele Patienten, die kommen zu mir und die bringen ein Röntgenbild und sie sagen, ich habe eine Arthrose, ich bin geschickt worden, ich soll ein Hüftgelenk bekommen. Dann frage ich, ja, und wie geht es Ihnen? Ja, gut. Und dann sage ich, warum sollen Sie ein Hüftgelenk bekommen? Ja, weil ich eine Arthrose habe. Ja? Also die Arthrose bedeutet ja nicht, dass Sie ein Hüftgelenk bekommen müssen, sondern die symptomatische Arthrose. Also Sie müssen Schmerzen haben, sonst wird Sie kein Mensch operieren. Also sonst sollte Sie kein Mensch operieren, sagen wir es so. Konservative Therapiemöglichkeiten sollten ausgeschöpft sein. Ja? Also alles, was man tun kann ohne Operation, muss schon ausgeschöpft sein. Der Leidensdruck sollte hoch sein. Ja, wenn Sie mir sagen, ich kann am Wochenende ohne weiteres um den Untreusee laufen, dann würde ich Ihnen kein Hüft- oder Kniegelenk einsetzen. Dann haben Sie keinen Leidensdruck. Ja? Wenn Sie mir sagen, Mensch, ich kann keinen Schritt mehr laufen und ich komme kaum zum Kühlschrank, und dann ist schon der Zeitpunkt gekommen, wo wir dann auch über die Operation reden können. Der Allgemeinzustand soll die Operation auch erlauben. Es gibt viele Leute, die sind so krank, da sagt man, Mensch, wir lassen das besser mit der Operation, um sie nicht zu gefährden. Und andere Schmerzursachen ausgeschlossen. So, und das ist nochmal ein ganz wichtiges Thema. Und es passiert immer wieder. Wir haben immer wieder Patienten, die haben ein Kniegelenk gekriegt und die sagen, Herr Doktor, ich habe die gleichen Schmerzen wie vorher. Das ist immer noch genauso schlimm. Und dann guckt man sich die Bilder an und untersucht den Patienten und kommt zu dem Schluss, der hatte eine leichte Arthrose im Kniegelenk und eine schwere Arthrose im Hüftgelenk. Weil die Hüftgelenksarthrose macht Kniegelenkschmerzen. Das wissen wir. Das strahlt aus. Ja, es gibt Patienten, da rühren sie an der Hüfte rum und er sagt, das Knie tut weh. Und das Hüftgelenk überhaupt nicht. Ja?
Und das muss man natürlich rauskriegen vor der Operation. Und viele Patienten sind in Anführungsstrichen fehloperiert, weil das Kniegelenk eben nicht das Hauptproblem war. So, also, was machen wir? Wir können in einem solchen Fall eine Oberflächenersatzprothese oder eine Schlittenprothese einsetzen. Oberflächenersatz heißt, wir ersetzen wirklich nur das, was kaputt ist, nämlich die Oberfläche des Gelenkes. Ja, wir sägen also ganz vorsichtig hier bestimmte Scheiben raus und setzen dann so eine Kappe auf den Knochen. Und das machen wir nicht Pi mal Daumen, so mal, wie es uns gerade so gefällt, sondern wir messen vorher, vermessen das Bein mit dem Computer, also mit Röntgenbildern, die im Computer praktisch exakt vermessen werden. Und dann wird die Prothese auf den Millimeter genau geplant. Und dann gibt es eine Vielzahl von verschiedenen Prothesenmodellen, die in Frage kommen und die dann ausgewählt werden müssen. Und nicht der Patient muss nach dem Prothesenmodell ausgewählt werden, sondern das Prothesenmodell muss nach Ihnen ausgewählt werden. Das ist der feine Unterschied. Und da gibt es Gott sei Dank sehr viel. Unsere Schränke im Klinikum sind voll mit den Dingern und wir müssen alles da haben, damit wir für jede Situation auch gewappnet sind. Und Sie werden dann auch das hier unter Umständen, muss man bedenken, denn wir operieren ja Männer und Frauen und die Anatomie der Männlein und Weiblein ist sehr unterschiedlich. Ja? Kniegelenk für eine Frau hat eine ganz andere Passform und das Gelenk ist viel schmaler und das muss wirklich auf den Körper des Patienten angepasst sein. Und das ist unter Umständen gar nicht so einfach, das hinzukriegen. Also, Patienten individuelle Vorgehensweise ist das Zauberwort. Und auch das müssen wir bedenken. Patienten individuell heißt, wir müssen sie danach fragen, was sie für Vorerkrankungen haben. Und viele, viele Menschen haben inzwischen eine Allergie. Nickel, 12% der Bevölkerung, Kobalt, Chrom, 5%. Und dann kann man leicht eine solche, das ist keine Akne im Gesicht, sondern das ist ein Kniegelenk nach Implantation eines Chrom-Kobalt-Gelenkes. Und der Patient hatte eine Allergie. Das ist natürlich schlimm, weil man dann unter Umständen sogar das Gelenk wieder entfernen muss. Wir müssen in einem solchen Fall spezielle Implantate implantieren, die titanisiert sind, wo die Oberfläche mit Titan überzogen ist. Ist sehr, sehr teuer, wird von der Krankenkasse nicht extra bezahlt. Das heißt, es geht auf Kosten des Klinikums und ist dementsprechend auch nicht so richtig ein gutes Thema für uns. Aber wir müssen es natürlich machen, völlig klar. Wir können Ihnen nicht ein Kniegelenk ein. Deswegen ist die Frage nach der Allergie, die werden Sie bei jedem Orthopäden hören. Haben Sie eine Allergie, ja oder nein? Zur Not testen lassen. So, jetzt kommen wir zum nächsten Thema. MIS, Minimal Invasive Surgery. Was versteckt sich dahinter diesem Begriff? Im Bauch haben Sie schon häufig gehört. Das ist so mit kleinen Schnitten und dann mit der Kamera im Bauch operieren oder im Brustkorb. Das geht beim Einsetzen eines Hüft- und Kniegelenkes nicht. Aber wir können natürlich trotzdem einiges für sie tun. Denn früher mussten wir, wenn wir aufgeschnitten haben, mussten wir die Muskulatur durchtrennen oder abtrennen. Das ging nicht anders. Das hat man nicht anders gelernt damals. Und jetzt können wir, das hat natürlich negative Auswirkungen gehabt. Denn immer wenn wir die Muskulatur abgetrennt haben, mussten wir sie wieder festnähen. Und Nähte halten da nicht gut. Und das, was gerne passiert ist in einem solchen Fall, ist, dass Muskulatur abgerissen ist. Ja? Und dann haben wir immer wieder einen Patienten erlebt, der ein Hüftgelenk eingebaut bekommen hat, aber der danach völlig unzufrieden war. Und Sie kennen die Patienten, die eine solche Gangart haben, die dann so laufen. Ja? Die haben zwar ein neues Hüftgelenk, aber die können nicht gerade laufen, weil die Muskulatur fehlt. Die Muskulatur ist abgerissen und wir können die auch nicht wieder sekundär hinnähen. Das ist eine sehr, sehr schlimme Komplikation, die leider immer wieder auftritt. Und das wollen wir natürlich unbedingt vermeiden. Deswegen operieren heute
sehr viele Zentren in Deutschland nach dieser Methode, das ist die Methode des vorderen Schnittes, wurde früher praktisch gar nie gemacht, aber jetzt inzwischen ist das eigentlich erkannt, dass das die bessere Methode ist. Wir operieren von vorne in das Gelenk hinein und wir müssen hier überhaupt keinen Muskel durchtrennen. Der Patient kann sofort nach der Operation voll auf dem Bein stehen und muss manchmal auch überhaupt keine Gehstützen mehr benutzen. Hat aber wieder Risiken. Es gibt in der Medizin nichts umsonst. Hier haben wir das Risiko, dass wir sehr nah an großen Nerven und Gefäßen sind. Ja, auch da muss man natürlich höllisch aufpassen, aber das sollte ein erfahrener Chirurg hinkriegen. Jetzt kommen wir zum weiteren Thema. Wir nähern uns ein bisschen dem Ende. Und zwar will ich Ihnen noch ein bisschen was über dieses ganz neue und ganz häufig gebrauchte Schlagwort Navigation und Robotik erzählen. Ich glaube, Navigation ist für Sie ein Begriff. Wenn Sie ins Auto steigen, schaltet sich die Kiste schon an. Sie sagen, wo Sie hinwollen und dann heißt es irgendwie an der nächsten Ampel rechts und dann irgendwann, Sie haben Ihr Ziel erreicht. Genauso ähnlich ist es jetzt bei uns auch im Operationssaal. Denn wir können jetzt inzwischen mit speziellen Systemen die Lage des Körpers und der Knochen im Operationssaal können wir mit solchen optischen Systemen ganz exakt bestimmen. Vorher wird der Patient radiologisch untersucht, er bekommt ein CT auf einen Millimeter genau und dann stellen wir unsere Gerätschaften auf mit einem großen Monitor und diesen optischen Geräten und dann werden zum Beispiel am Becken werden solche kleinen Kugeln angebracht, ja, so ein Blitzableiter hier mit so kleinen Kugeln und das optische Gerät erkennt die Lage dieser Kugeln im Raum. Und dann können wir ein anderes Instrument nehmen, zum Beispiel sowas, das ist ein Gerät zum Setzen einer Gelenkpfanne. Und dieses Gerät ist ebenfalls mit solchen kleinen Kugeln ausgestattet. Und wenn wir jetzt das Gerät in der Hand haben, zeigt uns der Monitor auf einen Millimeter genau, ob die Pfanne genau dorthin kommt, wo wir sie hinhaben wollen. Und wir brauchen nicht durchleuchten, wir müssen nicht ein Röntgengerät dazu benutzen, sondern wir können das völlig ohne Röntgenstrahlen machen. Diese Technik revolutioniert im Moment die Orthopädie. Wir benutzen das im Moment sehr viel in der Wirbelsäulenchirurgie. Sie können sich vorstellen, Wirbelsäule ist noch diffiziler. Wir müssen am Rückenmark vorbei bohren und da geht es um Millimeter und da hilft uns diese Technik am Hüftgelenk und am Kniegelenk. Würde ich mal sagen, ist es nicht ganz so entscheidend, aber die Entwicklung geht weiter und wir sind sicher, dass wir wahrscheinlich in 5 oder 10 Jahren die meisten Hüften und Knie mit dieser Technik einsetzen werden. Wir haben in Hof investiert, wir haben diese Geräte stehen und wir können damit umgehen und wir merken jetzt schon, dass es uns in vielen, vielen Fällen hilft. So, das ist der erste Schritt, das war jetzt die Navigation, ja? Aber jetzt kommt der zweite Schritt, die Robotik. Das ist dann die Erweiterung. Sie werden dann erleben, dass nicht mehr der Operateur das Gelenk einsetzt, sondern ein Roboterarm. Da fühlt man sich schon nicht mehr ganz so wohl. Also mir geht das zumindest so. Ja? Aber dennoch, es ist sicherlich die Zukunft. Dieser Roboterarm kann, wenn er das Knie erkannt hat und wenn ihm die Navigation sagt, wo er ist, dann kann der Roboterarm auf den Millimeter genau fräsen, schneiden und so weiter. Im Moment wird in Deutschland das noch nicht so in dieser Reihenform betrieben, sondern in Deutschland wird es so gemacht, dass der Operateur den Roboterarm in der Hand hat und zum Beispiel hier die Säge bedient, das ist jetzt eine Knieoperation, wo eine Knieprothese eingesetzt wird. Er bedient die Säge und der Roboter gibt ihm nur vor, dass er nicht zu weit oben und zu weit unten sägt. Das heißt, der Roboter gibt ihm eine Sicherheit. Und der Operateur kann, so wie er es gewohnt ist, kann er sägen und der Roboter sichert ihn, damit er nicht schwere Fehler macht. Und das ist sicherlich eine vernünftige Art und Weise, sich an diese Robotertechnik
heranzutasten. Sie sehen auch hier wieder diese ganzen Kugeln hier, die der Navigation zeigen, wie der Patient im Raum liegt und wo die Instrumente sind. Ich hoffe, ich habe das so erklärt, dass Sie es verstanden haben. Und es ist etwas, was wir mitgehen müssen. Denn wenn wir uns jetzt einfach sagen, oh, wir können das ja gut, das muss so reichen. Ich glaube, die Entwicklung, die wir dort durchmachen, die wird uns Dinge ermöglichen in Kürze, die können wir uns vielleicht noch gar nicht vorstellen. Und deswegen sollte man es auch weiter betreiben und auch mitverfolgen. Gut, so, jetzt habe ich ja schon gesagt, jetzt kommt ein Thema, was mir sehr, sehr am Herzen liegt. Der Oberflächenersatz der Hüfte. So, das kennen Sie. Eine Hüftprothese hier abgesägt, der Schenkelhals, da steckt ein Schaft in dem Oberschenkelknochen drin. Hier ein kleineres Modell, das ist so das Moderne. Man macht die immer kleiner, die Hüftprothesen. Ne? Das ist also ein Kurzschaft. Das haben Millionen Menschen auf der Welt in ihren Hüftgelenken und es funktioniert meistens gut. Die Frage stellt sich, warum machen wir nicht das? Wir haben doch schon beim Knie gelernt. Beim Knie wird ja auch nur die Oberfläche ersetzt. Warum sägen wir denn alles ab hier? Das ist doch gesunder Knochen. Wir könnten doch einfach nur eine Überkronung durchführen. Wie Sie auch einen kaputten Zahn natürlich überkronen. Ja, Sie werden ja nicht auf die Gedanken kommen zu sagen, weil der Zahn ist, der ist jetzt nicht mehr gut, den reißen wir gleich raus, sondern der Zahnarzt wird sich zunächst mal Mühe geben, den Zahn zu erhalten und eine Krone zu machen. So, aber in der Hüfte haben wir das über die letzten 60 Jahre anders gemacht. Zack, abgesägt, neue Hüfte rein. Warum? Deswegen. Auch schon in den 80er Jahren oder 70er Jahren des letzten Jahrhunderts haben gute Chirurgen sich Mühe gegeben und haben gesagt, wir müssen solche Kappen machen, wir müssen eine Überkronung machen. Es hat aber nicht funktioniert damals und zwar deswegen, weil man nicht die richtigen Materialien hatte. Man hat es probiert mit Kunststoffpfannen und Metallkugeln und dann anschließend war das gesamte Gelenk zerstört. Katastrophale Ergebnisse. Dann hat man damit aufgehört und hat gesagt, das funktioniert nicht. Dann kam aber eine Zeit in den 90er Jahren. Aus England gab es neue Materialien und damals hat sich ein Professor McMinn hat sich überlegt, wir machen eine ganz dünnwandige Metallschale und auch eine dünnwandige Pfanne. Und das hat funktioniert. Hier sehen Sie so eine Hüfte und diese Hüften haben wirklich gut funktioniert und es gab auf der ganzen Welt einen Hype und ganz viele Operateure haben angefangen, solche Hüftkappen einzubauen. Vor allen Dingen in Australien, in Südafrika, in England wurde das ganz, ganz viel gemacht, auch in Deutschland. So, warum macht man denn solchen Aufwand? Hier sehen Sie mal, was mit den Patienten passiert, wenn sie Hüftprothesen bekommen. Wenn man jünger ist als 50 Jahren, dann sind nach 16 Jahren nur noch 70% der Hüften drin. Dagegen, wenn man älter ist, hier älter als 75, dann ist nach hier, was ist das, 17, 18 Jahren, sind noch über 90% im Körper. Das heißt, die jungen Leute haben eine ganz schlechte Prognose. Ja, wenn sie in jungen Jahren eine Arthrose haben, dann haben sie schlechte Karten, weil die ihre Prothese unter Umständen nicht lange hält. Das liegt an vielen Dingen, unter Umständen auch an der Belastung. Aber das ist bewiesen. Das ist hier das schwedische Hüftregister. Ja, das sind also harte Zahlen. Hier sieht man es nochmal, Überlebensrate nach 10 Jahren hier bei jungen Patienten ist gering. Das heißt, wir müssen uns um diese jungen Patienten kümmern, und wir dürfen denen nicht einfach die gleiche Prothese einsetzen, die auch die 84-jährige Person bekommt. Da müssen wir andere Wege gehen. Und das ist eben die Hüftkappe. Und wir haben damals in Hof, als ich in Hof angefangen habe, das ist jetzt genau 20 Jahre her, also ich habe jetzt mein 20-jähriges Jubiläum feiern dürfen am 1.1. Und wir haben vor 20 Jahren gleich angefangen mit den Hüftkappen. Und wir haben damals eine große Anzahl von Hüftkappen operiert und
haben aber feststellen müssen, nicht nur wir, um Gottes Willen, sondern auf der ganzen Welt, dass es Komplikationen gab. Und zwar ein Metallabrieb. Ja? Metall auf Metall, kann man sich vorstellen. Ist im Ottomotor auch das Gleiche. Da ist ein Abrieb. Da gibt es kleine Metallteile, die abgerieben werden und die machen Pseudozysten, das heißt kleine Flüssigkeitsverhalte im Knochen. Und es kam zur Lockerung. Und das sind natürlich schlimme Sachen gewesen und deswegen wurde man hellhörig und hat gesagt, Mensch, das sollte man vielleicht doch besser nicht tun. Und wir haben unsere Patienten, die wir damals operiert haben, wir haben also 245 bis 2015 operiert. Wir haben unsere Patienten alle nachuntersucht. Wir haben geguckt, was ist aus denen geworden. Und wir haben Gott sei Dank festgestellt, dass wir keine derartigen Zysten hatten. Und wir hatten zu Anfang natürlich ein paar Probleme. Also es gab, ich zeige es nochmal hier, wir haben die Patienten mit Fragebogenaktion und Telefonaktion nachuntersucht. Und wir haben 6 Patienten gehabt, die Knochenbrüche hatten nachher. 2 hatten eine Infektion, das ist leider immer so, und einige wenige bekommen Infektionen. 4 Patienten waren verstorben wegen anderer Probleme und 4 waren gelockert. Und 95% unserer Patienten hatten das Ding noch drin. Also wir waren damals beruhigt und haben gesagt, Gott sei Dank, unsere Patienten gehören nicht zu den Schlechten, die Probleme hatten. Und wir haben heute noch genügend Patienten, die kommen und sagen, ich habe von Ihnen eine Hüftkappe, ich möchte auf der anderen Seite auch eine, weil ich bin top zufrieden. So, das ist also zu diesen Erfahrungen zu sagen. Und ich bin nach wie vor der Meinung, dass es eine Frage ist, wie gut man die Hüftkappe einsetzt. Wenn sie sehr gut exakt eingesetzt ist, dann ist der Verschleiß und der Metallabrieb auch gering. Und wir haben dann unsere Patienten mal nachuntersucht und haben geguckt, was können die denn und wie sind die zufrieden damit. Und da gibt es spezielle Werkzeuge, das sind hier dieser SF36, das hier oben, das ist ein spezieller Fragebogen. Und hier oben sehen Sie die rote Kurve, dass die roten Patienten, das sind die Patienten, die wir operiert haben. Und die blaue, das ist eine Normalpopulation. Das sind so und so viele Tausend, die haben gar nichts, denen geht's gut. Und dann hat man verglichen, wie, und Sie sehen das selbst, also die roten sind nur gering unter den anderen. Das heißt, das Ergebnis unserer Implantationen und das Ergebnis dieser Hüftprothetik war fast so gut wie die Normalpopulation. Wir haben dann geguckt, was können die dann an Sport? Das sind ja häufig junge Leute gewesen. Ja? Hier sehen Sie das, Wandern, Fahrradfahren, Schwimmen, das machen weit mehr als die Hälfte. Ja? Fußball, Kegeln, Tennis, Abfahrtski, hier 25% Abfahrtski. Also das sind wirklich Hüftprothesen, die funktionieren. Und die funktionieren auch im harten Einsatz. Ich habe Leute, die sind geklettert, Extremkletterer. Ich habe einen Marathonläufer dabei. Also diese Hüftprothesen funktionieren. Aber mit diesem Metallabrieb fühlt man sich natürlich trotzdem nicht wohl. Und das möchte man natürlich nicht, dass man sowas eingesetzt kriegt, wo man sagt, Mensch, vielleicht gehöre ich nachher zu den Leuten, die eine Zyste entwickeln. Das ist noch Patientenzufriedenheit gewesen. Ja, also hier 94% gut oder sehr gut. Aber jetzt kommen wir zu der Lösung des Problems. Und deswegen heißt der Vortrag auch heute Gelenkersatz der Zukunft. Das hier ist die Zukunft. Und Sie sehen, das ist die Metallkappe und es gibt sie jetzt in Keramik. Das ist natürlich eine tolle Entwicklung, die Keramik aus Marktredwitz auch noch. Ne, das ist also hier aus unserer direkten Nachbarschaft, Ceramtec, und ist auf der Welt führend in der Entwicklung von Spezialkeramik. Diese Keramik ist hervorragend wie Metall, aber hat keinen Abrieb oder so gut wie keinen. Und man hat lange getüftelt, dass das so fest war, dass es auch gehalten hat. Denn Sie müssen sich vorstellen, wenn Sie so eine Hüfte haben, dann wollen Sie natürlich auch mal irgendwo runterspringen.
Ja, und mit einer Keramikhüfte, dann denkt man sich, ob das wohl aushält. Aber das funktioniert. Das ist geprüft. Inzwischen sind auf der Welt 500 oder 600 Patienten schon damit versorgt worden. Und wir in Hof werden diese Kappe bekommen, sobald sie in Deutschland zugelassen ist. Die Zulassung erwarten wir im Herbst. Und dann werde ich hier in Hof diese Kappe einsetzen. Und ich bin mir hundertprozentig sicher, dass das eine ganz, ganz große Revolution sein wird in der Endoprothetik auf der Welt. So sieht das dann aus. Ja, das ist dann eine Hüftkappe. So, jetzt als letztes, ich habe sie jetzt auch schon lange hier, habe ich sie hier auf die Folter gespannt. Rapid Recovery, was bedeutet das denn schon wieder? Jetzt schon wieder was Neues. Rapid Recovery ist ganz einfach. Wenn Sie als Patient in ein Krankenhaus gehen und sich eine Hüfte oder ein Knie einsetzen lassen, oder Sie sind bemitleidenswert und sind gestürzt in der Küche und haben sich das Hüftgelenk gebrochen und Sie werden notfallmäßig eingeliefert und bekommen ein neues Hüftgelenk. Ja, was läuft dann ab? Dann glaubt jeder und Sie selbst auch, ich bin krank, ich bin verletzt, ich bin erstmal ausgeschaltet. Ja? Und so behandelt man sie auch meistens. In vielen Krankenhäusern ist der Hüftverletzte oder der Patient mit einer Hüftprothese oder Knieprothese, der wird als relativ schwer krank angesehen und auch so behandelt. Aber eigentlich ist das nicht so. Sie bekommen ein neues Gelenk, nicht mehr. Ja? Und da wollen wir gegen an. Wir wollen praktisch Sie nicht als den kranken Menschen sehen, sondern wir wollen Sie nach der Operation, abends oder am nächsten Morgen, möchten wir, dass Sie an Ihrem Kaffeetisch sitzen und ganz normal mit Ihrem Schlafanzug und dann da essen. Wir wollen nicht, dass Sie im Bett liegen mit Schläuchen und mit Katheter und nicht rauskommen aus dem Bett, wenn wir wissen, dass Sie im Bett krank werden. Ja, das Hauptproblem an all diesen, wir nennen es postoperativen Aufenthalten, ist, dass wir die Patienten krank machen, indem wir sie im Bett lassen und sie nicht mobilisieren. Ja, Rapid Recovery heißt schnelle Erholung. Und das bedeutet, wir wollen das genau vermeiden. Ja, Essen im Bett. Haben Sie mal probiert, sich mal in 20, 30 Grad Rückenlage Kaffee zu trinken. Also ich kann das nicht. Aber wir glauben, dass das eine 85-jährige Person kann, die frisch operiert ist. Vielleicht noch so ein bisschen von der Narkose noch so ein bisschen dösig. Da gibt es Probleme. Und genau das wollen wir in Zukunft verhindern. Wir wollen eben nicht mehr den Rollstuhl oder die Gehstützen nach der Operation. Wir wollen schnelle Rekonvaleszenz. Ja? Das heißt, am Tag nach der Operation im normalen Stuhl sitzen. Keine Drainagen, kein Blasenkatheter. Natürlich müssen Sie hochdosiert Schmerzmittel bekommen, das ist klar. Aber wir wollen dieses ganze Prozedere, was über viele Jahrzehnte gekennzeichnet war von einer schweren Bettlägerigkeit, das wollen wir umdrehen. Und das ist ein Prinzip, was im Moment auf der ganzen Welt funktioniert, vor allen Dingen in Dänemark und in Holland. Die sind uns weit voraus. Es gibt dort Krankenhäuser, die haben Verweildauern von 1 bis 2 Tagen. Die Amerikaner machen inzwischen Knie-Taps ambulant. Es funktioniert. Natürlich nicht bei jedem. Selbstverständlich nicht. Man muss individuell vorgehen. Aber ich beschäftige mich viel mit diesem Thema und Sie werden erleben, es geht. Man muss einige Dinge anders machen. Man muss sehr schonend operieren, man muss gute Schmerztherapie machen, aber man muss den Patienten ermutigen, dass am Abend, wenn das Hüftgelenk eingesetzt ist, wird am Abend einmal ein kleiner Rundgang um das Bett gemacht. Und nicht erst 3 Tage später. So verschieden wie die Menschen, so individuell die Therapie. Das ist vielleicht die Schlussmessage. Wir müssen auf Sie eingehen und das wollen wir versuchen. Und so ein paar neue Methoden habe ich jetzt dargestellt. Ich hoffe, ich habe Sie nicht gelangweilt. Und ansonsten wünsche ich
uns jetzt noch eine nette Diskussion. Die erste Frage da oben. Ihre Frage. Ja, genau. Also es geht um das Thema Leidensdruck. Angenommen, man hat jetzt eine starke Kniearthrose, kann man, wenn man das jetzt einfach aushält, praktisch mehr kaputt machen dann an anderen Stellen, dass man dann sagt, okay, ich habe eine Fehlbelastung in der Hüfte oder Wirbelsäule dadurch, dass ich mein Knie nicht ordentlich bewegen kann. Also wie ist das zu sehen? Was? Jetzt muss ich mal gerade, ich möchte Sie ansprechen, aber ich sehe Sie nicht. Hier. Ah, Entschuldigung, ja, okay, jetzt habe ich Sie gesehen. Wir blicken hier gegen diesen Projektor, deswegen. Ja, ja, da muss man, glaube ich, schon differenzieren. Also Sie haben völlig recht, eine Hüftproblematik kann auf Dauer andere Systeme schädigen, vor allen Dingen die Wirbelsäule, ganz richtig. Prinzipiell bin ich immer, ich glaube, so kennt man mich auch aus der Sprechstunde, ich sage immer, wir müssen so lange warten, bis es wirklich nicht mehr anders geht. Und dann sollte man operieren. Und das ist bei der Arthrose, dazu stehe ich auch. Aber wenn wir erkennen, gemeinsam mit dem Patienten, dass die Hüfte, die vielleicht so ein bisschen wehtut, aber die eine leichte Verkrümmung der Wirbelsäule verursacht, dass diese Hüfte tatsächlich woanders einen Schaden anrichtet, dann muss man sich auch eventuell schon frühzeitig zu einer Operation durchringen. Also, das heißt, den ganzen Körper betrachten und wenn man Alarmsignale sieht, dann muss man unter Umständen korrigieren. Und das, was ich eben zu Anfang gesagt habe, wenn man diese Präarthrosen heilen kann, dann sollte man es tun. Weitere Fragen? Ja, da, der Herr in der Mitte da, ne? Ja. Bin unterwegs, ich komme, kleinen Moment bitte, dann versteht sie nämlich auch jeder. So, jetzt bitte. Sie haben verschiedene Formen der Knorpeltherapie angesprochen. Unter anderem die Knorpelzüchtung, die, da sagten Sie, die wäre nur für jüngere Leute geeignet. Zu den anderen Therapien, beispielsweise diese Folie, die pro Quadratzentimeter 1500 Euro kostet, da haben Sie nichts vom Alter gesagt. Wäre das auch was für ältere Leute oder ist das nur beschränkt auf relativ geringfügige Knorpelschäden? Ja, gute Frage. Ist tatsächlich so, dass Sie bei diesen Knorpelersatzverfahren brauchen Sie eine Umgebung, wo der Knorpel noch mehr oder weniger normal ist. Das ist die Voraussetzung für beide Verfahren. Das heißt, wenn Sie einen abgeriebenen Knorpel haben, erinnern Sie sich das erste Bild, was ich gezeigt habe, wo der Knorpel wirklich völlig fehlt, dann können wir beide Verfahren nicht machen. Wir brauchen also praktisch eine zentrale Defektbildung und drumherum noch einigermaßen gesunden Knorpel. Wenn das gewährleistet ist, können wir auch natürlich einen 62-Jährigen damit behandeln. Das funktioniert. Aber die Umgebung muss stimmen. Das ist das Entscheidende. Okay, zweite Frage. Navigation und Robotik. Also die Navigation machen Sie beispielsweise im Sana-Klinikum schon heute. Wie schaut es aus mit Robotik, also mit diesen Stryker-OP-Robotern? Das ist noch Zukunft. Wie sehen Sie die Bedeutung dieser Roboter auch bei Knie oder Hüfte, nicht nur bei der Wirbelsäule? Kommt es in den nächsten Jahren? Macht es Sinn? Wie würden Sie das beurteilen? Ja. Also es kommt nicht erst, sondern es ist schon da. Also die Roboter stehen in Forchheim, in Werneck, hier in der Umgebung, ich weiß nicht, vielleicht Münchberg überlegt vielleicht schon, so ein Ding auch anzuschaffen. Also die Roboter sind da und sie funktionieren. Wir haben aber noch keine großen Studien, die zeigen können, dass die Qualität, die dann abgeliefert wird und die Ergebnisse für den Patienten auch wirklich besser sind. Ne? Es macht ja keinen Sinn, einen Roboter zu benutzen, der 1,5 Millionen kostet und auch sehr aufwendig ist. Und nachher kommt man zu dem Schluss, das Ergebnis für den Patienten ist keinen Deut besser als durch die normale Methode. Und diese Studien, die brauchen natürlich eine Weile. Wir brauchen einige Jahre, um die Studien dann, um die Ergebnisse zu haben. Und da wäre ich jetzt im Moment noch zurückhaltend. Auch gerade, weil es enorme Investitionen sind. Aber ansonsten, die Technik ist schon da. Abwarten, ja. Ich würde abwarten, ja. So, hier die nächste Frage.
Ja. Wird bei der Hüft-OP nur noch minimalinvasiv operiert oder auch noch herkömmlich, beziehungsweise wovon ist es abhängig, ob das minimalinvasiv oder konventionell gemacht wird? Also wir operieren jetzt im Moment bei der primären Hüfte, also bei dem Einsetzen eines Hüftgelenkes zum ersten Mal, operieren wir praktisch zu 100% über diesen minimalinvasiven Zugang. Minimalinvasiv heißt nicht kleiner Schnitt. Ja? Die Schnitte sind schon klein, aber nicht, dass Sie denken, das ist jetzt ein Thema des Schnittes, sondern es geht nur darum, dass wir die Muskulatur nicht durchtrennen müssen. Wir operieren aber nach wie vor über alle anderen Schnitte. Wir können über seitliche Schnitte, hinteren Schnitt machen wir natürlich auch, vor allen Dingen, wenn wir revidieren. Das heißt, wenn wir ein Hüftgelenk haben, was wir aus irgendwelchen Gründen rausmachen müssen, dann müssen wir natürlich den Schnitt nehmen, den der Voroperateur bereits gemacht hat. Da machen wir nicht einen neuen Schnitt. Ja? Also man muss alles können, aber im Moment, und das ist in relativ vielen Krankenhäusern so, wird viel über diesen vorderen Schnitt operiert. So, bitte Ihre Frage. Ist die Operation der Hüfte über eine Teilnarkose möglich? Ja. Ja, geht. Wir können Rückenmarksnarkosen machen. Und das ist auch absolut üblich, weil wir gerade in Hof haben wir natürlich ein Klientel, wo wir zum Teil hochbetagte Personen operieren müssen, die künstliche Hüften brauchen nach irgendwelchen Schenkelhalsfrakturen. Und das sind Patienten, denen man nicht gerne eine Narkose macht. Und dann bekommen die natürlich dann unter Umständen eine Rückenmarksnarkose. Ja. Herr Schürmann, mich würde mal interessieren, warum hat es denn bis zum Jahr 2023 gedauert, dass die Keramik ins Spiel kommt? Ist man da tatsächlich vorher nicht drauf gekommen oder warum hat es so lange gedauert? Also die Keramik ist schon sehr viel länger im Spiel, aber nur im Sinne von einem Inlay. Also eine Metallpfanne und dann kommt da ein Keramik-Inlay rein und dann auch ein Keramikkopf, der aufgesteckt wird. Also das heißt, eine normale Prothese mit einer Keramik-Gleitpaarung, die gibt es schon seit 30 Jahren. Aber das, was wir jetzt, das, worüber wir jetzt sprechen, ist ja die Kappenprothese. Und diese Kappe ist sehr dünnwandig. Na, die ist wie eine Kaffeetasse, die Sie in der Hand haben. Und auf einer Kaffeetasse möchten Sie nicht laufen. Ja, das bedeutet, man hat sehr lange gebraucht, ein dünnwandiges Keramik herzustellen, was diese enormen Belastungen aushält, die eine Kappe tragen muss. Und das ist der Unterschied. Und die Zulassungskriterien sind in Deutschland so viel schärfer, dass es jetzt hier noch dauert? Oder sind wir einfach in der Reihenfolge der Zulassungen weiter hinten? Wir sind in der Reihenfolge weiter hinten und es müssen zunächst mal diese Zulassungsstudien, die müssen auch in einem bestimmten Land dann eingereicht werden. Man kann nicht einfach Zulassungsstudien von woanders hernehmen und das ist im Moment auf dem Weg. Ja, und wie gesagt, es sind schon etliche hundert implantiert worden. Die Erfahrungen sind sehr gut. Man hat also keine großen Probleme gesehen. Und natürlich ist es ein Verfahren, man weiß nicht, ob nicht noch irgendetwas passiert, wo man vielleicht Jahre später sagt, um Gottes Willen, damit haben wir nicht gerechnet. Das ist in der Medizin aber immer so. Ja, immer wenn ein neues Verfahren auf den Markt kommt, gibt es Dinge, mit denen man nicht gerechnet hat. Ja? Und das Risiko müssen wir und natürlich Sie als Patienten tragen. Aber Zulassungsstudien bedeutet, man macht kurzfristige Untersuchungen, ein oder zwei Jahre. Man schaut, ist die Operation sicher? Gibt es postoperativ schwere Komplikationen und halten diese Prothesen die ersten ein, zwei Jahre durch? Noch eine Frage, dann gehen wir gleich wieder zu Frau Teschner. Die Keramik aus Marktredwitz, wird die weltweit eingesetzt? Ja. Oder? Ja? Ja, ja. Super, ja. Toll. Frau Teschner. Bei Keramik denke ich an Bruchgefahr. Ja. Wie ist das, wenn ich mal stolpere und auf der Hüfte falle? Ja, genau das ist das Thema. Und vor diesem Bruch haben wir Ärzte unheimliche Angst. Weil, Sie können sich das leicht vorstellen, wenn Sie eben Keramikbruch haben, wie zersplittert Keramik? Keramik zersplittert in ganz feine Splitter,
die man sich dann auch unter die Haut ziehen kann und so. Also das ist nicht ein Glas, was in drei oder vier große Teile zersplittert, sondern Keramik zersplittert ganz anders, ganz fein. Und wenn Sie eine zersplitterte Hüfte haben, wo Keramik kaputt gegangen ist, verteilt sich diese feine Keramik innerhalb von kurzer Zeit im Gewebe. Und das ist eine ganz schwierige Sache. Dieses ganze Gewebe muss komplett entfernt werden, damit wir überhaupt eine neue Prothese einbauen dürfen. Deswegen ist die Hemmschwelle, Keramikprothesen zu entwickeln und weiterzuentwickeln, sehr groß. Und deswegen ist auch die Latte, die die Firma Ceramtec überspringen muss mit ihrer Keramik, und die Tests, die sind sehr, sehr hart, bis man dann praktisch das gestattet, dass wir Keramikprodukte in den menschlichen Körper einbauen. Also es ist das Problem, was Sie angesprochen haben, gibt es. Und wir müssen in dem Fall der Firma glauben oder auch den Aufsichtsbehörden, die das freigeben, glauben, dass das Material jetzt dazu geeignet ist. Gibt es noch Fragen? Tja. Doch, hier ist noch hier. Hier ist eine Dame. So, bin schon da. Ich roll das jetzt mal von hinten auf. Und zwar, was kann man denn machen, dass man überhaupt keine Arthrose bekommt? Oder ja, dass man das so lange wie möglich rausziehen kann, ohne eine OP? Also, hört man von mir immer den gleichen Tipp. Wir müssen Radfahren. Ja, das Radfahren, und also Sie müssen nicht unbedingt jetzt hier auf den Kornberg radeln, sondern das Beste ist eigentlich so ein Fitnessrad im Keller. Das Radfahren ist insofern gut, weil Sie keine Belastung auf dem Gelenk haben. Ja, also Sie sitzen ja. Und Sie haben trotzdem eine schnelle und leichte Bewegung des Gelenkes. Und denken Sie daran, was ich zu Anfang gesagt habe. Der Knorpel hat ja keine Durchblutung. Das bedeutet, Sie müssen den Knorpel ernähren, indem Sie ihn walken, wie ein Leder. Ja, und das machen Sie natürlich beim Radfahren wunderbar, ohne Belastung. Der Knorpel ist nicht gedrückt, aber er wird gewalkt. Und das ist eine gute Methode, um den Knorpel fit zu halten. Und wenn Sie schon Arthrose haben und nur noch wenig Knorpel, dann können Sie den damit schützen. Eine Frage noch von mir. Sie hatten ja auch vorher einen Patienten vorgestellt, der erst 16 war. Liegt da auch viel in der Genetik, also ja, was man mitbekommt, dass man Arthrose anfällig ist? Weil mit 16 kann man ja nicht schon irgendwie zu faul für Sport oder was auch immer gewesen sein, dass sich sowas entwickelt. Ja, das ist so. Es gibt familiäre Belastungen, ganz klar. Und man hört das ja auch, Vater und Mutter hatten schon, oder Vater hatte schon entsprechende Dispositionen, und das ist tatsächlich determiniert. Aber vor allen Dingen natürlich auch die Beinform. Ne? Also diese O-Beine, die sind schon einem in die Wiege gelegt. Ne? Nicht nur durch Fußballspielen. Gut. Noch weitere Fragen aus dem Publikum? Hier gibt es noch zwei. Nehmen wir mal die Kollegin, dass die auch was zu tun hat. Hier, die Dame in dem beigen Pullover. Danke. Führt eine Hüftdysplasie, eine angeborene, erfahrungsgemäß später zu Arthrose, zu Beschwerden? Ja, leider schon. Ja. Die Hüftdysplasie bedeutet, es ist eine Erkrankung, wo die Hüfte, die Pfanne, nicht in einer solchen geschlossenen Form ist, sondern die Pfanne steht relativ steil. Das bedeutet, die Lastzone, wo die Kugel und die Pfanne die Last des Körpers austauschen, diese Lastzone ist klein, viel kleiner als bei einer überdachten Pfanne. Und das bedeutet, der Verschleiß an der Stelle muss höher sein. Kann man nicht ändern, besser gesagt, kann man schon ändern, wenn man diese Hüftdysplasie frühzeitig entdeckt. Und auch dort gibt es dann wieder eine Operation, um dieses Problem zu lösen. Das ist eine sehr, sehr umfangreiche Operation, wird auch nur in wenigen Zentren durchgeführt. Da wird das Becken an drei Stellen auseinandergesägt und die ganze Hüfte umgestellt. Klingt jetzt auch schlimm, ist in der Hand des Erfahrenen aber eine gute und gut nachvollziehbare Operation, aber ist im Moment die einzige wirklich gute Methode, um den jungen Menschen vor der Hüftarthrose zu schützen. Wenn man, sagen wir mal,
42 ist und man entdeckt bei sich die Hüftdysplasie oder irgendein Arzt sagt, Mensch, Sie haben eine Dysplasie, dann kann man da nicht mehr allzu viel machen, da muss man halt damit leben und man muss sich vor allen Dingen sehr gesund verhalten und vor allen Dingen darauf achten, dass man kein Übergewicht entwickelt, weil das wird dann doppelt schwer. Ja. Frau Teschner. Ja. Radfahren ist gut, aber wenn man kein Radfahrer ist, laufen ist doch auch gut. Ja. Außer man hat natürlich Übergewicht oder so, dann ist es nicht so gut. Ja, laufen ist auch gut. Ich bin ja Läufer und ich mag nicht Radfahren und für mich wäre das schlimm. Aber also laufen ist auch gut, natürlich. Sie müssen bloß darauf achten, dass Sie jetzt nicht mit schlechten Schuhen den Marathon auf dem Asphalt laufen. Ne? Sondern Sie müssen sich ein bisschen danach richten. Laufen Sie auf dem Waldboden, laufen Sie mit guten Schuhen. Ja, und übertreiben Sie es auch nicht. Man kann alles in Maßen ist glaube ich, die vernünftige Empfehlung. Ne? Haben Sie noch Fragen? Ja. Kann man mit der ACB-Therapie, mit dieser Eigenblutspritzen, eine OP hinauszögern? Ja, also es gibt sehr viele Orthopäden, die darauf schwören und die das auch vertreiben. Also mir ist keine Studie bekannt, die wirklich eine Wirksamkeit belegt. Es gibt Studien, es gibt ja Studien unterschiedlicher Klasse. Ja? Es gibt sehr, sehr gute Studien, die sehr harte und klare Ergebnisse bringen und es gibt viele so Anwendungsbeobachtungen, wo man sagt, ja, ich habe 200 Patienten untersucht und die haben das alles gekriegt und davon waren ganz viele nachher begeistert. Solche Studien gibt es natürlich, ja, aber da würde ich nicht allzu viel drauf geben. Und von den guten Studien, die verblindet sind, wo der Patient eine Spritze kriegt und er weiß nicht, ob da wirklich das richtige Medikament drin war oder ob da was anderes drin war, solche Studien sind natürlich hochklassig. Und da gibt es keine Studie, die wirklich eine Wirksamkeit belegt. Deswegen wäre ich da etwas zurückhaltend. Vor allen Dingen, wenn Sie es selbst bezahlen müssen. Hier ist nochmal eine Frage. Was halten Sie grundsätzlich von so hochdosierten Enzympräparaten wie das Swobenzym? Also es ist vielleicht nicht arthrosespezifisch, aber vorbeugend oder bei Verletzungen zur schnelleren Genesung? Also tatsächlich gibt es für diese Präparate gibt es positive Studien. Die Wirksamkeit oder die Art und Weise der Wirkung ist schwer vorstellbar, aber es gibt tatsächlich hochklassige oder höherklassige Studien, die eine Wirksamkeit nahelegen. Ja. Ich selbst würde es nicht nehmen, bin ich ehrlich. Aber wenn es hilft und wenn Sie gute Erfahrung damit haben, dann will ich das überhaupt niemandem absprechen. Nein. Warum würden Sie es nicht nehmen? Weil der Nutzen dann am Ende so minimal ist, dass man ihn kaum merkt? Ja, das ist also meine Erfahrung. Also ich bin Schulmediziner. Ich bin wirklich ich bin auch so groß geworden durch meine wissenschaftliche Betätigung, die ich immer für viele Jahre hatte. Ich glaube, das, was ich bewiesen habe, oder was wirklich andere Leute bewiesen haben. Daran kann man sich gut orientieren und deswegen bin ich auch geneigt, auch nur diese Prinzipien anzuwenden. Ja? Klingt ein bisschen hart, aber damit bin ich in meinem Leben ganz gut gefahren. Ich bin jetzt, 34 Jahre mache ich jetzt den Job als Chirurgen und wenn ich bin immer dieser Prämisse gefolgt. Ja. Aber gibt es dann überhaupt ein Mittel auf dem frei verfügbaren Markt, das Sie empfehlen würden? Sie hatten ja auch vorher gesagt, die ganzen Knorpelmittelchen, die da angepriesen werden, bringen nichts. Enzyme, sagen Sie, ja, kann man nehmen, aber ist jetzt auch nicht das Wundermittel. Gibt es da überhaupt was man nehmen könnte, wenn man denn überhaupt wollte? Also ich glaube, die Industrie wird mich jetzt hier steinigen. Ja, und ich möchte Sie auch nicht alle enttäuschen. Wenn Sie etwas haben, wo Sie das Gefühl haben, es hilft Ihnen, ja, dann ist das völlig legitim. Und das ist, ich möchte das auch keinem absprechen. Wie gesagt, ich glaube an Studien. Und ich habe, wenn es keine Studien zu einem Präparat gibt, dann ist es für mich erstmal fragwürdig.
Und das heißt aber nicht, dass es individuell bei dem einen oder anderen wirklich gute Wirkung zeigt. Ja? Und es gibt viel zwischen Himmel und Erde, was wir uns nicht vorstellen können. Und auch in der Medizin ist es so. Wir haben auch da etliche Dinge lernen müssen. Es ist einfach, ich kann jedenfalls jetzt im Moment kein Präparat nennen, was Ihnen wirklich gezielt helfen kann, um eine Arthrose zu heilen. Das gibt es nicht. Doch es gibt etwas. Es gibt Spritzen mit Hyaluronsäure, die haben positive Effekte. Das weiß man. Aber auch die sind nicht 100%, sondern eher so 50-50. Ja? Also es gibt Medikamente, die Wirkung zeigen, aber leider gibt es bei der Arthrose im Moment noch keinen Durchbruch. Aber es wird viel geforscht auf dem Sektor. Da kann ich zumindest Ihnen die Hoffnung geben. Gut. Da vorne ist noch eine Frage, ja? Ich hätte folgende Frage. Was halten Sie von entzündungshemmenden Gewürzen, wie zum Beispiel Kurkuma, schwarzer Pfeffer, Kreuzkümmel, Muskat und Koriander? Ja, das ist vernünftig, weil wir wissen aus dieser Naturheilkunde, wir wissen, dass bestimmte Substanzen aus Pflanzen haben antientzündliche Wirkung. Ganz klar. Die mag vielleicht nicht unheimlich hoch sein, aber sie ist vorhanden. Das heißt, ob Sie jetzt sich diesem Medikament zuwenden oder diesen Wirkprinzipien zuwenden und sich speziell ernähren oder ob Sie ein Ibuprofen oder Diclofenac nehmen, das ist Ihnen vorbehalten. Und Sie müssen für sich herausfinden, ob Ihnen das genug hilft. Absolut richtig. Also da möchte ich überhaupt nichts dagegen sagen. Definitiv nicht. Da ist noch jemand? Ich hätte noch eine. Jetzt kommt eine etwas provozierende Frage. Und zwar, die Leute Liebscher und Bracht, kennen Sie bestimmt, haben Sie schon von gehört, die gegen jegliche Operationen sind, und zwar nur über Muskelfaszientraining und. Halten Sie davon was? Also immer, wenn irgendjemand irgendetwas anderes verteufelt, dann fühle ich mich unwohl. Ja. Also die Wahrheit liegt ja immer in der Mitte. Und die Faszienproblematik in der Orthopädie spielt eine enorm hohe, große Rolle. Wir wissen, dass Schmerzen in erster Linie von Faszien aus transferiert werden. Faszien vermitteln den Schmerz, die darunterliegende Muskulatur ist geschädigt. Also das ist ein ganz wichtiger Punkt. Unser Training, ja, wenn Sie, ich weiß nicht, ob jemand von Ihnen trainiert, ja, wird ja ganz häufig mit Faszienrollen auch erfolgt mit Faszienrollen. Wir versuchen uns damit zu lockern und Schmerz gezielt zu bekämpfen. Also da bin ich hundertprozentig der Meinung, dass das genutzt werden muss. Ganz klar. Das sind Wirkprinzipien in der Orthopädie. Wenn jemand sagt, nur das tun, dann sage ich ihm nee. Die Wahrheit oder die Notwendigkeit für verschiedene Wirkprinzipien, die ist ganz unzweifelhaft. Ja, wenn einer nur auf eine Sache setzt, ist er ganz bestimmt auf dem Holzweg. So, ich sehe keine Hände mehr. Alle zufriedengestellt. Dann ganz herzlichen Dank, Herr Schürmann. Vielleicht nochmal einen Applaus.